So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Trading Card Game. Ja, eigentlich wollte ich einen kurzen Reset-Knopf machen, aber da war doch der Part doch schon wieder zu Ende. Ja gut. So, ich habe jetzt das Kampfdeck benutzt, weil er mich ja jetzt mit Normal-Pokémon besiegt hat. Und nur am entferntesten ein Labras hatte. Deswegen spielen wir jetzt mit einem Kampfdeck. Ich denke mal, da komme ich viel besser mit klar. Als... Ja, perfekt. Perfekt. So wie ich es brauche. Ja, ich glaube, da wirst du deinen... ja, können wir so lassen. Ziehen ja momentan 20 dann. Tausch. Okay, das ist nicht not. Das ist nicht gut. Ein Boxschlag. Wenn das ein Jura... Okay, ich hab's gerade gesagt. Es sollte hier kein Jurong werden. Und was wird es? Es wird ein Jurong. Ich glaub's nicht. Das ist sogar schlimm. Jurong ist ein verdammt starkes Pokémon. Und hat richtig mächtig. Was auf dem Kasten. 50-30 Verhältnis ist übel. Ja, Aurora statt 50. Und dann hat es noch den Normalangriff 30. Das einen paralysieren kann, ist Aurorastrahl. Nicht von schlechten Eltern. Muss ich sagen. Nicht von schlechten Eltern. Müssen leider Professor Eich benutzen, wir haben nichts mehr auf der Hand. Und hier bei ihm müssen wir leider auch Karten opfern, weil... Geht nicht anders. Der Typ ist... Er ist nicht schwer. Aber wir müssen hier vorsichtig sein. Deswegen müssen wir hier wirklich alle Register ziehen. Und wirklich alles bieten, was wir drauf haben. So, Labras ist down. Chanera? Kenne ich. Das geschwächte Chanera. Turmkick. Was hast du noch? Turmkick. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er jetzt noch ein anderes Pokémon, wenn er jetzt keins gezogen hätte. Er zieht auch noch Arktos, ich glaub's nicht. Das, meine Freunde, ist Glück. Und zwar ein ziemlich großes Glück, das gibt's doch gar nicht. Zieht der noch ein Arktos? Im letzten Moment zieht er noch das richtige Pokémon, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. 20 Resi. Ich glaube, der kann Gefrierstrahl. Das zieht 70. Wenn ich mich recht entsinne. Schade, wir hätten es fast geschafft. Dick dreh. Oh, das gibt's doch gar nicht. Im letzten Moment fehlt mir die eine Energiekarte. Im letzten Moment. Die wichtige Energiekarte. Oh, was ist los heute? Deck, 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 deck. Deck! Jetzt im Moment brauche ich dich ganz dringend. So knapp sind wir vorm Sieg dran. So eine ganz minimale Chance. Und momentan absolut verkackt. Ne? Momentan brauche ich das Deck zu 100%. Ich brauche das Deck jetzt gerade zu 100%. Ich darf keinen Fehler machen. Darf so eine Scheiße leider nicht vorkommen. Darf einfach nicht. Okay, Arktos, Lapras, jetzt zieht er rechte. Jetzt zieht er hier die Karten. Jetzt zieht er hier die richtigen Karten. Mit Lapras und Arktos macht er nichts falsch. Dass er noch zufälligerweise eine Tauschkarte hat. Ach, Gott sei Dank gewonnen. Alter! Gibt's auch gar nicht. Ich kann es gar nicht glauben, dass mein ausgezeichnetes Deck verloren hat. Ein beschämender Gedanke.
Aber es scheint, du bist besser als ich. Sehr gut. Nun kommt der letzte Test. Ein spektakuläres Duell. Ich, Uwe, werde dein nächster Gegner sein. Dies ist das letzte Duell. Zeig mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ist dein Deck fertig? Vorbereiten. Wir werden mit dem Kampfdeck spielen. So, Großmeister Uwe, legendäres Dragoran-Deck. Und das Deck ist nicht ohne. Er hat alle Drachen. Also man kann sagen, er ist eigentlich Siegfried. Er hat nämlich alle drachenähnlichen Pokémon in seinem Deck versammelt. Gut, Kangama ist jetzt kein Drache, aber ich glaube, Siegfried hatte das auch. Ich weiß es jetzt aber nicht. Da rate ich jetzt. Da bin ich mir unsicher. Georg, Professor Eich. Professor Eich. Vorsichtshalber. Bei ihm müssen wir auch alles geben. Super. Genau das, was ich brauche. Hier müssen wir es leider versuchen, dass er keinen Dragoran ruft. Deswegen müssen wir ihn so schnell wie möglich seine Pokémon down bekommen. Und ihm keine Chance geben, Karten zu ziehen. Carpador. Labrador. Labros. Gut. Wir werden hier sogar wechseln, ey. Zu Kikle. Weil wir müssen hier wirklich. Carpador ist schon heftig. Wenn er das zu Gyarados entwickelt, dann... Oh, er hat ein Dratini. Ein Dratini hat er schon. Dickler vorbereiten. Geht sowas, okay. Ich hätte jetzt eine Energiekarte besser gebraucht. Okay, macht natürlich Konfusstrahl. Glück gehabt. Na, Gott sei Dank noch Energiekarten. Doppel, was hat er vor? Glück gehabt. Oh, nochmal Glück gehabt. Labras noch mitgenommen. Noch zwei Preise. Wir können nicht überall Glück haben. Wir können leider nicht überall Glück haben. Ach, sein letztes noch. Okay, aber... Nee, ich sag nicht das letzte. Genau, deswegen. Ich weiß nämlich, dass sofort ein neues kommt. Wenn ich sage letzte, es kommt noch eins. Es kommt immer eins. 40. Jetzt nur noch Carpador. Jawohl, verdammt nochmal, endlich! Geil! Boah, Alter! Uwe auch noch besiegt, ey. Alter Schwede. Was war das jetzt? Selbst ich, Uwe, wurde besiegt. Wunderbar. Das ist wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Takiro. Du hast bewiesen, dass du der wahre Erbe der legendären Pokémon-Karten bist. Außer, es gibt ein Problem. Es gibt da jemanden, der uns ebenfalls besiegt hat. Gegen ihn musst du auch antreten. Natürlich. Ja, yeah, richtig. Gesehen, ich bin es, Ronald, den Wichser. Ich habe die legendären Pokémon-Karten bereits geerbt. Nein, Ronald, das ist nicht erlaubt. Auch er hat sich das Recht erhoben, die legendären Pokémon-Karten zu erben. Ronald, Takiro, die Regeln sagen, ihr müsst gegeneinander antreten, um zu entscheiden, wer der Erbe der legendären Pokémon-Karten wird. Gut, Uwe. Ist dein Deck vorbereitet, Takiro? Erstmal speichern. So, sein legendäres Deck besteht so ziemlich aus dem gleichen wie Uwes, aber gut. Okay, dann lasst uns das alles entscheidende Duell beginnen. Ich war zuerst hier. Die legendären Pokémon-Karten gehören mir. Ja, das werde ich dir schon beweisen, Takiro. Es ist ein neues Match gegen das Ronalds legendärer Ronald-Deck. Und diesmal auch die Großmeistermucke. Also sein Deck besteht spezifisch teils aus dem Uwe-Deck, aber auch halt
hat er hier alle legendären Karten. Er hat wirklich jede einzelne legendäre Pokémon-Karte. Die legendären Karten hat er auch. Oh fuck. Natürlich! Er zieht, er sieht, er macht's richtig. Absolut perfekt. Hey, er spielt Zapdos. Zack. Geht auf Dickdreh. Down. Gibt's doch gar nicht. So viel Glück in einem Zug. Aquana. Energiefokus. Okay. Bill. Nopchan Supi. Zapdos. Zapdos ist gefährlich. Wobei, er kann mit Zapdos nichts machen. Mit welchem Pokémon er was machen kann, ist Dratini und Evoli. Und halt überwiegend Lavados. Aber er kann nichts mit Zapdos machen. Zapdos steht hier nur dumm rum. Ja, wortwörtlich. Steht nur dumm rum. Jetzt können wir nämlich eigentlich die ganze Zeit nur das machen. Und wir gewinnen. Mit der Strategie gewinnen wir sogar noch. Er kann nämlich nichts machen. Hat er sich ein Eigentor geschossen. Dratini down. Zweite Energiekarte. Somit gewinnen wir das Spiel. Relativ unfair, ich weiß. Sorry, Leute, aber... Die Gegner waren genauso scheiße zu mir, deswegen muss ich jetzt eiskalt sein. In der Hinsicht bin ich gnadenlos. Wenn mir jemand richtig auf die Nerven gegangen ist, kriegt er richtig aufs Maul. Und das haben die Leute hier richtig schön verdient. Das gesamte Spiel hat es verdient, aufs Maul zu bekommen. Spaß beiseite. Das ist jetzt wirklich der finale Kampf. Wenn wir hier gewinnen, war's das. So, jetzt nur noch Lavados, Zapdos besiegen. Ja, das ist ein Eigentor. Das Deck an sich ist ein großer Fehler. Er hat einfach ganz dumme Fehler gemacht. Er hätte nicht alle legendären Pokémon-Karten hier drin machen sollen. Er hätte wirklich Zapdos und Arctos draußen lassen sollen. Klar, Zapdos hat die Fähigkeit, ja, natürlich das rauszunehmen, aber jetzt habe ich hier ein Problem. Lavados ist ein Problem. Dass er in dem Zug auch noch Lavados zieht, ey. Dratini. Lavados kann gefährlich werden. Deswegen müssen wir Lavados jetzt leider mit 20er Schaden erledigen. Ja, jetzt kannst du seinen Angriff machen. Und würde mich sogar von der Bühne kicken. Ja, würde Kickley mit einem One-Hit-Down machen. Wegen der richtigen Münze. Das ist ja die blöde Sache. Richtige Münze und das Spiel ist entschieden. Oh, verdammt, falsche Karte. Falsches Pokémon gelegt. Lavados nochmal, Alter! Hat er Lavados mehrmals getroffen? Muss gerade gucken. Ja, hat er. Lavados und Dragoron hat er mehrmals reingepackt. Gut, Lavados 1 down. Vor Lavados habe ich einen Respekt. Weil das Pokémon ist leider nicht ohne. Aber jetzt wieder geholt. Somit hat das, was ich gerade gemacht habe, eigentlich nichts. Nichts bis auf, dass ich einen Preis mitnehmen durfte, gebracht. Lavados. Boah, das gibt's doch gar nicht. Wie viel hat er jetzt alle beiden Lavados geholt? Nee, jetzt, ich glaube, die Fähigkeit hat er aktiviert. Und Schadenspunkte waren weg. Ist ja merkwürdig. Lavados. Ich habe sowieso genug Energiekarte. Ich bin gerade auf alles vorbereitet, kann man sagen. Er kann mich eigentlich nicht mehr besiegen. Okay, ich nehme alles zurück. Durch Wunderheiler kann er doch was machen. Ja, das, wie ihr sehen konntet,
kann er halt heilen. Und damit seid ihr jetzt auch sein legendäres Dragoran. Also überhaupt das legendäre Dragoran. Sonst hättet ihr es am Ende sowieso gesehen. So, jetzt nur noch Zapdos besiegen. Ich glaube, wir hätten sonst noch gewonnen, weil er zu viele Karten auf der Hand hat. Ach, deswegen spielt er kein Professor Eich. Ah ja. Und gewonnen. Gott sei Dank. Nein, wie? Ich habe verloren? Tut mir leid, die legendären Pokémon-Karten haben sich für Takiro entschieden. Die legendären Pokémon-Karten entschwinden aus Ronalds Deck. Nein, meine legendären Pokémon-Karten. So, ganz blöder Cut, ich weiß, sorry. Nein, nein! Herzlichen Glückwunsch, Takiro. Du bist ein wahrer Kartenmeister und es wert, die legendären Pokémon-Karten zu erben. Die legendären Pokémon-Karten erkennen dich als ihren wahren Meister an. Schreite durch die Halle der Ehre, erbe die legendären Pokémon-Karten. So, wir sprechen noch kurz an. Du hast deinen Unfundbar, sind erfreut, dass sie nun dir gehören, Takiro. Beile dich und beschreite die Halle der Ehre. Bitte baue mit meiner Karte ein starkes Deck auf. Herzlichen Glückwunsch, meine legendäre Karte gehört nun dir. Bitte achte gut auf diese Karte. Herzlichen Glückwunsch, du bist der Champ. Meine Zapdos-Karte gehört nun dir. Wir könnten jetzt theoretisch runtergehen, glaube ich. So. Der geheime Raum. Und jetzt können wir mal hier gehen. Hier ist nämlich eine legendäre Kartenmaschine. Da könnten wir nämlich zum Beispiel die ganzen Decks, die Champs haben, bauen. Bis auf eine Sache. Und das ist dieses geheimnis Pokémon-Deck. Nämlich da gibt es zwei Pokémon. Die kann man nur auf einem bestimmten Wege bekommen. Das wäre nämlich zum einen dieses Bisaflor. Das gibt es wirklich nur in der GBA-Fassung, also in dieser Gameboy-Fassung. Ist aber nicht wirklich... Also es kann... Es zieht 40, also es ist stärker, es ist schwächer als das normale Bisaflor. Und dann gibt es hier noch ein Mew, das einen Geheimnisangriff kann. Ja. Zufällig mittelten Schaden zu und kann auch zufällig Auswirkungen auf ihn haben. Auch nice, der Effekt schon mal, ne? So, aber Spaß beiseite, wir gehen jetzt hier hin. Die vier legendären Pokémon-Karten schweben, schimmern in der Luft. Takiro erhält die legendäre Level 37er Lavados-Karte. Sie kann das und das, kennen wir ja schon. Takiro erhält die legendäre Level 37er Arktos-Karte. Ja, kennen wir auch schon die Karte. Takiro erhält die legendäre Level 68er Zapdos-Karte. Ja, die kennen wir ja auch schon, die Karte. Und Takiro erhält die legendäre Level 41er Dragoran-Karte. Nice. Die legendären Pokémon-Karten sprechen zu dir. Du, der du uns geerbt hast. Großer Kartenmeister, unser Meister darf nicht vergessen. Unser Erbe macht dich nicht ohne weiteres zu einem Pokémon-Kartenmeister. Ein wahrer Pokémon-Kartenmeister hat das Talent, die Eigenschaften der Kartenweise zu nutzen und den Mut, gegen starke Gegner anzutreten. An erster Stelle aber steht die Liebe zum Pokémon-Sammelkartenspiel. Egal, ob Siege oder Niederlage, nun stehst du am Anfang eines neuen Weges. So, das ist die Credits. Ja Leute, wir sind durch. Wir haben das Spiel endlich durch. Ja, wir sind aber dennoch... Ja, ich muss sagen, wir sind doch ziemlich spät. Also ich hatte eigentlich gehofft, dass wir hiermit schneller vorbei sind. Leider nicht so der Fall. Was ein bisschen blöd ist. Aber gut, kann man ja nichts machen. Wir haben es ja jetzt Gott sei Dank fertig und durchgezockt. Bin ich auch froh rüber. Ja, ein weiteres Nebenprojekt vorbei. Jetzt ist wieder die ganz große Frage. Ja, Takiro, was machst du denn jetzt als nächstes? Was kommt nach Pokémon Trading Card Game? Ja, gute Frage. Ich habe noch keine Antwort drauf. Ich weiß es leider noch gar nicht, was ich machen werde. Das überlege ich mir wahrscheinlich irgendwie spontan oder so. Ich
weil ich habe wirklich gerade überhaupt gar keinen Plan, was ich als nächstes machen werde. Und ja. Allgemein zu dem Spiel kann man sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Gut, wir haben hier ziemlich viel, also ich habe ein paar Ausraster drin gehabt, das ist auch kein Wunder, wenn man so viel Pech hat, ey. Ganz ehrlich, ich muss hier immer und immer wieder sagen, ich habe so viel Glück gehabt, als ich das per Gameboy gezockt habe. Ich habe nicht einmal verloren in dem Spiel, nicht ein einziges Mal. Ich habe immer gewonnen, ne? Und ich hatte auch wirklich immer Glück in dem Spiel. Das heißt, meine Gegner hatten zwar auch Glück, aber das Glück von denen hielt einfach nicht stand. Ich habe das immer nämlich so vorbereitet draufgehauen, dass egal was für ein Glück sie haben, sie trotzdem verloren haben. Und ja, deswegen hatte ich da wirklich nie Probleme in dem Spiel. Deswegen dachte ich eigentlich, ja komm, ist ein kurzes Projekt, zocke ich relativ schnell durch. Und ja, habe mich leider geirrt. Ja, hat mich leider geirrt. Hier sah man es jetzt ganz genau. Ich habe deutlich länger gebraucht fürs Spiel. Blöd. Naja, kann man aber nicht ändern. Und ja, von dem Spiel gibt es sogar einen zweiten Teil. Nach meines Wissens nach kam dieses Spiel aber leider nur innerhalb von Japan raus. Ich habe aber gemerkt und beziehungsweise gesehen, dass es auch eine englische Version von dem Spiel gibt. Ja, vielleicht werde ich diese auch spielen. Ich weiß es aber noch nicht. Da bin ich noch relativ in Planung. Vielleicht sehen wir uns im zweiten Teil wieder. Aber das verspreche ich hier nur nicht. Außerdem kann man das Spiel auch online momentan zocken. Also es gibt so einen Pokémon Card Trading Card Online. Vielleicht werde ich das auch spielen. Weiß ich noch nicht. Also ich bin da noch ganz in Planung. Und ja, das werde ich dann spontan nachgucken. So, wir haben 198 von 226 Karten, haben eine Spielzeit von knapp 12 Stunden. Und ja, Leute, ich würde mal sagen, mit einem Freund, jeder eine neue Karte, ja, ist klar. Genau, mit Cardpop, da bekommt man diese Bisaflor und die Mio-Karte. Aber dafür braucht jeder ein zweites Spiel davon. Naja gut, Leute, ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, ihr hattet bei diesem Spiel oder bei diesem Projekt Spaß beim Zuschauen gehabt und hoffe, dass wir uns dann zu einem meiner anderen Projekte wiedersehen. Und dann sage ich den altbekannten Spruch wieder, wie immer, haut raus und bis zum nächsten Mal. Ciao.